Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Subnautica Below Zero mit einer weiteren Episode bei mir auf dem Kanal. Und heute soll es gehen um den Leviathan, dessen Namen nicht genannt werden darf, beziehungsweise ich nicht aussprechen kann. Und zwar ihn hier, den Chelicephalus, ja, wie auch immer. Den habe ich nämlich unter Einsatz meines Lebens gescannt und dabei ist mir etwas aufgefallen, worauf ich nie geachtet habe. Und zwar, hier steht der graue Chelicephalus. Ist eine seltene Mutation des eben genannten, die die dunklen, offenen Gewässer am Rande des Sektors durchstreift. Das heißt für mich, hier am Rand der Karte, wo ich mich auch gerade befinde, gibt es eine andere Version von diesem Kerl. Ich kenne immer nur den roten und ich bin davon ausgegangen, dass auch hier, wenn man ins Nichts, sage ich mal, daraus wandert, auch da eben einfach mehrere davon auf uns warten. Das war zumindest, wenn ich mich nicht täusche, im ersten Teil so. Man ist da nicht hin im besten Fall, weil man dann stirbt. Und so habe ich es eigentlich auch hier gehalten. In der Annahme, dass das... Oh mein Gott. What? Der ist wirklich grau. Ey, ich habe da nie drauf geachtet. Das ist ja abgefahren. Ich will den besiegen. Ich reite den jetzt, bis ich den... Alter. Was ist das denn? Ich habe da nie drauf geachtet, dass der ja eine andere Farbe hat hier, wenn man hier im Nichts ist. Ich hoffe, ich kann den besiegen. Komm her. Habe ich noch Boden hier? Okay. Komm her. Wie, jetzt haut er ab? Das gibt's ja nicht. Also, ich vermeide diese Gegenden hier eigentlich auch immer, weil ich tatsächlich da nicht, sterben will. Aber jetzt war ich doch etwas neugierig, als ich das mit dem grauen oder der grauen Mutation gelesen habe. Ich habe das nie erwartet, dass das hier jetzt eine andere Version von dem Kerl ist. Ich bin sicher, ihr wusstet das alle schon und habt das schon... Oh mein Gott. Da ist er wieder. Da hat er sich aber jetzt diesmal angeschlichen hier, der Kerl. Komm her. Komm her. Du willst doch einen drauf. Ich habe hier meine Fäuste geladen für dich. Komm her. Boom. Boom. Ich hoffe so, dass man den Sack erledigen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob der, wenn der da quasi verschwindet, ob der wieder sich bei voller Gesundheit dann befindet, oder? Ich bin auf jeden Fall nur noch bei 50%. Zack. Ich kann so auf ihn draufstehen, das ist cool. Zack. 24, oh oh, 11. Disengage. Oh, das ist schlecht. Wo ist der Boden? Wo bin ich? Oh oh. Okay. Du, ich und mein Messer jetzt. Komm her. Ausweichen. Ich ausgewichen. Zack. Zack. Das macht ihm einfach gar nichts. Komm her. Ich mach dich auch. Oh ja, jetzt. Ich mach dich auch ohne mein Krebsblatt. Nope, mach ich nicht. Ah, oh, dammit. Okay, interessant. Oh, da ist er. Ich ramm ihn. Ich ramm ihn. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Komm zurück. Grauer Chili, Chili, da ist mein Krebs. Ja, schade war's. Jetzt ist er wieder weg. Das meine ich jetzt. Ich ramm ihn. Bam. Das ist jetzt schwierig zu sagen, ob ich jetzt hier quasi ihm wieder Schaden machen kann. Oder ob man ja sozusagen der sich immer wieder heilt. Zack, ich ramm ihn jetzt hier mit meiner Seebahn. Das bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Boom. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. Oh mein Gott. Da ist er. Und er ist tot. Okay, das war meine Bekanntschaft mit dem grauen Chelicephalus oder wie er auch immer heißt. So sieht das aus. Wie cool. Ja, den haben sie echt cool gemacht. Also, das ist auf jeden Fall eine unheimliche Version von dem Kerl, würde ich mal behaupten.
Aber der sinkt jetzt hier ins Nichts und ich bin zumindest im zweiten Anlauf hier, nachdem er mich gerade hier gekillt hat, siegreich hervorgegangen. Und mein Krebs ist etwas schade, den muss ich jetzt gleich wieder neu bauen. Aber wir haben ihn gekillt. Hier ist der Beweis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Oh oh. Oh mein Gott!